Die Antarktis. Das größte Eisgebiet der Erde schmilzt. Jedes Jahr strömen Billionen Liter Schmelzwasser in die Ozeane. Der Meeresspiegel steigt. Nicht zum ersten Mal in der Geschichte unseres Planeten. Die Frage ist nicht, ob der Meeresspiegel ansteigt, sondern wie schnell es passieren wird. Kann der Mensch verhindern, dass die Städte nach und nach in den Wassermassen versinken? Der Küstenschutz wird 2100 weltweit die wichtigste Branche sein. Riesige Deiche werden die Küsten schützen. Städte müssen schwimmen lernen und gewaltige Dämme sollen sich zwischen den Kontinenten spannen. Kann die Menschheit in einer Welt unter Wasser überleben? New York im 24. Jahrhundert. Der Meeresspiegel ist um 35 Meter gestiegen und Manhattan ist überschwemmt. Wie konnte es dazu kommen? Das Wasser stammt von hier, aus der Antarktis. Das Festland des Kontinents ist von unvorstellbaren Mengen Eis bedeckt. Stellenweise ist es mehr als 4 Kilometer hoch. Dieses Eis treibt nicht auf dem Wasser wie das der Arktis. Das Schmelzwasser der Antarktis würde den Meeresspiegel erheblich erhöhen. Und das Eis taut bereits. 30 Eis im Play. Wissenschaftler aus aller Welt möchten herausfinden, wie viel Wasser der gefrorene Kontinent tatsächlich speichert. Nur so lässt sich vorhersagen, wie stark der Meeresspiegel ansteigt, wenn das Eis schmilzt. Vom Flugzeug aus führen sie Radarmessungen durch. Die Wellen durchdringen die Eisschicht und werden von der darunterliegenden Landmasse zurückgeworfen. Nach mehreren hundert Messflügen lautet das Ergebnis: Die Eisdecke enthält knapp 90% der Süßwasservorräte unserer Erde. Schmelzen auch die Eismassen Grönlands, steht uns ein Anstieg des Meeresspiegels um erschreckende 70 Meter bevor. Das bleibt von Nordamerika, wenn alles Eis der Erde geschmolzen ist. Und das von Europa. Die berühmte Londoner Tower Bridge ragt aus dem endlosen Ozean. Berlin ist völlig überflutet, ebenso wie Frankreichs Hauptstadt Paris. Es ist kein bloßes Schreckensszenario. Der Meeresspiegel ist schon einmal gestiegen. Und es kann wieder geschehen. Vor etwa 70.000 Jahren begann die jüngste größere Eiszeit. Die Eisdecke breitete sich aus. Der Meeresspiegel sank und die Landmasse wuchs. Mit den steigenden Temperaturen zog sich das Eis zurück. Der Meeresspiegel hob sich und unsere heutigen Küsten entstanden. Inzwischen steigen die Temperaturen auf dem Planeten wieder. Diesmal allerdings, weil wir Menschen gewaltige Mengen an fossilen Brennstoffen verbrauchen. Die Verbrennung setzt große Mengen des Treibhausgases CO2 frei, das unsere Atmosphäre aufheizt. Wieder steigt mit den Temperaturen auch der Meeresspiegel. Wir haben so viel Kohlendioxid freigesetzt, dass sich der CO2-Wert in der Atmosphäre in den letzten 100 Jahren um ein Drittel erhöht hat. Er ist jetzt höher, als er es in der letzten Million Jahre je war. Wir rechnen mit einer Erwärmung von bis zu 5 Grad in diesem Jahrhundert. Je wärmer es wird, umso schneller steigt der Meeresspiegel.
Der Anstieg wird sich also weiter beschleunigen, je mehr wir den Planeten aufheizen. Genauere Vorhersagen sind allerdings schwierig. Einen derartigen Anstieg von CO2 in der Atmosphäre hat es in der Erdgeschichte schließlich noch nie gegeben. Nach Professor Rahmstorffs Klimamodell könnte sich der Meeresspiegel noch in diesem Jahrhundert um maximal 2 Meter heben. Einige Städte sehen demnach schon bald dem Untergang ins Auge. Miami liegt nur 2 Meter oberhalb des Meeresspiegels und ist dem steigenden Wasser schutzlos ausgeliefert. Steigt der Pegel um nur 30 Zentimeter, werden die Strände bei jeder Flut überschwemmt. 60 Zentimeter. Viele Straßen sind überflutet. 90 Zentimeter. Im Falle eines Hurrikans schießt das aufgepeitschte Wasser über die Deiche hinaus. Die meisten Häuser an der Küste sind inzwischen unbewohnbar. Es handelt sich um Immobilien im Wert von vielen Millionen Dollar. Jedes einzelne Gebäude ist vermutlich zwischen einer halben und einer Million Dollar wert. Und hier stehen sicher mehrere hundert. Sagen wir 1 Milliarde Dollar allein in diesem Viertel. Und sie werden nur bei 1 Meter Hochwasser unbewohnbar. All diese Häuser werden wertlos. Niemand wird sie kaufen wollen, denn sie sind ja völlig nutzlos. Was passiert mit dieser Milliarde Dollar? Wahrscheinlich werden wir die Häuser nicht einmal abreißen, sondern einfach hier stehen lassen. Natürlich sind nicht nur Privathäuser betroffen. Denken Sie nur an all die Hafenanlagen mit den Schiffskränen zum Löschen und Beladen. Wenn der Meeresspiegel steigt, müssen wir neue Häfen bauen. Die Anleger für Kreuzfahrtschiffe mit ihrer ganzen Infrastruktur werden schon bei einem geringen Meeresanstieg nutzlos. Sie sind Milliarden wert und wir müssten alle neu bauen. Ein Meter 20. Die Stromversorgung gerät ins Stocken, denn die Kraftwerke an der Küste stehen unter Wasser. Ein Meter 50. Trinkwasser wird knapp, weil das Grundwasser zunehmend versalzt. Die Everglades verwandeln sich in eine riesige Meeresbucht. Ein Meter 80. Millionen Klimaflüchtlinge verlassen Florida. Was wird aus Florida? Im Jahr 2100 steht das Wasser bei einer gewöhnlichen Flut zwischen so hoch und etwa so hoch. Wir können das Meer nicht aufhalten, wenn es ansteigt. Der Landkreis Miami-Dade wird extrem schrumpfen. So sieht Miami im Jahr 2100 aus, wenn das Wasser um 2 Meter steigt. Wir können nichts tun. Kein Deich kann die Fluten aufhalten, die uns bevorstehen. Unsere Stadt ist kaum mehr als 100 Jahre alt. Es gibt sie seit 1896 und sie wird wohl keine weiteren 100 Jahre existieren. Die einzige Möglichkeit, Miami zu retten, wäre der Bau eines riesigen Deichsystems, das die ganze Stadt umschließt. Das wäre nicht nur kostspielig, sondern auch technisch sehr schwierig. Miami wurde auf porösem Untergrund errichtet, in den Meerwasser eindringt. Aber soll man die Stadt einfach aufgeben und dem Ozean überlassen?
Einige Städte kann man retten, andere muss man aufgeben. Die Entscheidung wird davon abhängen, ob man sie mit Deichen schützen kann oder ob es im Endeffekt sinnlos ist. Eine Stadt ist fest entschlossen, dem Ozean zu trotzen. New Orleans an der Küste Louisianas. 2005 tobte als Folge von Hurricane Katrina eine Sturmflut über New Orleans, hob den Meeresspiegel um 6 Meter an und überflutete große Teile der Stadt. New Orleans liegt ohnehin schon 2 Meter unterhalb des Meeresspiegels und die veralteten Schleusen, Deiche und Pumpen konnten das Wasser nicht aufhalten. Die Wassermassen wälzten sich aus dem Golf von Mexiko in den Lake Bourne und in die Kanäle der Stadt. Die Deiche brachen an bis zu 50 Stellen. Wir hatten Deichbrüche und außerdem strömte viel Wasser über die Deiche hinweg. Zusammen sorgte das für massive Überschwemmungen in der Innenstadt. Etwa 80% von New Orleans waren nach dem Hurricane Katrina überflutet. Damit New Orleans künftig von solchen Katastrophen verschont bleibt, hat die Regierung Milliarden Dollar in den Küstenschutz investiert. Entlang der Ufer verstärkt das amerikanische Ingenieurkorps die Deiche und Schleusen. Solche Arbeiten könnten in Zukunft an Küsten in aller Welt notwendig werden, um die Anwohner vor dem steigenden Meeresspiegel zu schützen. Wir haben viel dazugelernt und unser neues Wissen in den Küstenschutz im Großraum New Orleans einfließen lassen. Er beinhaltet Hochwasserschutzmauern, außerdem Pumpstationen und Deiche. Besteht also aus mehreren kombinierten Schutzmaßnahmen. Die neuen Küstenschutzanlagen funktionieren nach einem einfachen Prinzip: das Wasser dort aufzuhalten, wo es ankommt. 2005 ist die Sturmflut aus der östlich von New Orleans gelegenen Bucht Lake Bourne über die Stadt hereingebrochen. Genau dort geht das Ingenieurkorps das Problem an. Wir bauen eine Schutzzone vor der Stadt auf, und zwar 20 Kilometer von der Innenstadt und 13 vom Ninth Ward entfernt, der so schlimm überschwemmt wurde. Die Systeme in der Stadt haben wir wieder aufgebaut und verbessert. Hier am Ufer des Lake Bourne bauen wir eine ganz neue Anlage als erste Verteidigungslinie. Die umfangreichen Küstenschutzmaßnahmen sollen innerhalb von 2 Jahren abgeschlossen sein. Das Ingenieurkorps baut bei den Arbeiten auf Spezialisten aus aller Welt. Ich bin seit 29 Jahren im Ersatzheer und war bei 8 Kampfeinsätzen und 19 Auslandseinsätzen, zuletzt im Irak. Danach kam ich hierher, um die Stadt wieder aufzubauen. Eines Tages könnten solche Schutzmaßnahmen an den Küsten in aller Welt notwendig werden. Jede Stadt steht dabei vor ganz eigenen Problemen. In New Orleans ist es der Millionen Jahre alte Schlamm. New Orleans steht auf dem besten Erdreich Amerikas. Es besteht aus abgelagerten Sedimenten des Mississippi-Flusses. Aber je besser ein Boden für den Ackerbau ist, umso weniger ist er als Baugrund geeignet. Hinter mir sehen Sie den Rammkran, den wir aus Seattle über den Pazifik und den Panama-Kanal nach New Orleans transportiert haben, um die Fluttore zu bauen. Wir mussten fast 20 Meter jüngeres Erdreich durchdringen, bis wir auf stabilen Untergrund gestoßen sind. Der Schutzwall reicht also fast 40 Meter tief in die Erde und die Stützpfeiler sogar 55 Meter. Alle hohen Gebäude in der Stadt stehen auf Pfeilern. Der neue Flutwall darf aber nicht die Schifffahrt behindern. Tore sind vonnöten, die bei Flutgefahr geschlossen werden können. Mithilfe eines Fangendamms wird die Baustelle trockengelegt.
Nachdem der Beton gegossen ist, flutet man den Damm und kann die Tore ungehindert fertigstellen. Insgesamt kosten die Deichanlagen rund um New Orleans den amerikanischen Steuerzahler satte 15 Milliarden Dollar. Sie sind allerdings nur für Sturmfluten ausgelegt, die vom derzeitigen Meeresspiegel ausgehen. Steigt der Pegel um die vorhergesagten 2 Meter, schwellen auch die Sturmfluten dementsprechend an und der Küstenschutz um New Orleans muss erneut für viel Geld verstärkt werden. Nicht jedes Land kann sich Milliardenausgaben für den Küstenschutz überhaupt leisten. In Bangladesch etwa leben 165 Millionen Menschen, viele davon nur knapp über normal Null. Schon ein erhöhter Meeresspiegel von nur 1 Meter wäre ein Desaster. Es hat sich gezeigt, dass Asien am meisten gefährdet ist. Vor allem die Reisanbaugebiete in den Flussdeltas liegen fast auf Meeresniveau. Selbst wenn der Meeresspiegel nur um 1 Meter steigt, wird die Hälfte aller Reisfelder in Bangladesch überschwemmt. In Bangladesch leben über 160 Millionen Menschen und die Bevölkerung wächst schnell. Ein Großteil des Landes wurde überflutet, aber das Schlimmste ist das Salz, das überall in den Boden dringt. Es würde die Hälfte der gesamten Reisernte verderben. Während die Bevölkerung um ein Drittel wächst, würde das Land um ein Drittel schrumpfen. Jeder kann sich ausrechnen, welche Katastrophe uns bevorsteht. Die schlammigen Flussdeltas Bangladeschs kann man nicht vor dem Ozean schützen. Ein 2 Meter höherer Wasserstand wäre fatal. Viele Menschen würden heimatlos, sicher im zweistelligen Millionenbereich. Wo sollen sie hin? Indien hat bereits eine Mauer zwischen den beiden Ländern errichtet, weil man befürchtet, dass Millionen Einwanderer in Indien eine neue Heimat suchen. Schließlich gehört Bangladesch zu den Ländern mit der höchsten Bevölkerungsdichte. Rund 20 weitere Reisanbaugebiete wie am Irrawaddy in Birma und dem chinesischen Perlflussdelta würden von einem höheren Meeresspiegel massiv beeinträchtigt. Ende dieses Jahrhunderts werden die Fluten bereits Küsten und Küstenstädte in aller Welt bedrohen. Die Menschen werden versuchen, sie durch Deiche und Küstenschutzanlagen aufzuhalten. Zwei Meter sind aber nur der Anfang. Im nächsten Jahrhundert wird sich das Tempo erhöhen, in dem Grönland und die Antarktis abschmelzen. Der Meeresspiegel wird also rapide ansteigen. Zu schnell, um in den bedrohten Städten weitere Deichanlagen zu errichten. Die Vergangenheit unseres Planeten gibt wertvolle Hinweise darauf, wie es weitergehen könnte. Am Ende der letzten Eiszeit stiegen die Temperaturen weltweit. Schmelzwasser ließ den Meeresspiegel immer schneller ansteigen, bis er nach unvorstellbaren 120 Metern sein heutiges Niveau erreichte. Die entscheidende Frage ist, wie schnell ist es passiert? Die Antwort könnte dabei helfen, vorherzusagen, was im nächsten Jahrhundert auf uns und unsere Küsten zukommt. Professor Richard Mortlock erforscht den Anstieg des Meeresspiegels nach der jüngsten Eiszeit. Mit seinem Team untersucht er versteinerte Korallen vom Meeresboden. Im Labor vergleichen die Forscher die Tiefe des Fundorts und das Alter des Exemplars. Ihre Ergebnisse offenbaren, wie schnell das Wasser vor tausenden Jahren gestiegen ist. Diese beiden Korallenstücke haben wir durch Kernbohrungen vor Barbados gefunden. Wir haben ihr Alter bestimmt und wissen, in welcher Tiefe sie lagen. Aus diesen Daten können wir das jeweilige Meeresniveau der letzten 20.000 Jahre genau bestimmen.
Wir beschäftigen uns hier mit dem Schmelzwasserpuls 1a, währenddessen der Meeresspiegel innerhalb von 500 Jahren um 20 Meter gestiegen ist. Das sind 4 bis 5 Meter in 100 Jahren. Sollten die Ozeane in diesem Tempo anschwellen, sind alle bisherigen Berechnungen zu niedrig gegriffen. Vermutlich wird der Meeresspiegel noch rascher ansteigen. Wenn wir die Emissionen nicht in den Griff bekommen, beschleunigt sich der Anstieg immer weiter. Im nächsten Jahrhundert würde das Meer dann nicht nur um die 2 Meter ansteigen, die uns dieses Jahrhundert drohen, sondern sogar noch mehr. Bis 2200 kommen noch einmal weitere 6 Meter hinzu. 2100 wird man schon erkennen, welche Städte verloren sind, zumindest an der Küste. Wenn sich der Anstieg des Meeresspiegels weiter beschleunigt, bleibt den Küstenstädten gar nicht genug Zeit, ihre Deichanlagen auszubauen. Fünf Meter in 100 Jahren bedeuten, dass nicht nur New Orleans dem Untergang geweiht ist, sondern auch Miami. Wenn der Wasserpegel alle 100 Jahre um 5 Meter steigt, verlieren Hunderttausende Menschen in der Metropolregion San Francisco ihre Heimat. Das ließe sich nur durch den Bau einer gewaltigen Deichanlage verhindern. Die gesamte Bucht mit Deichen zu versehen, dürfte schwierig werden. Und das Sacramento-San Joaquin-Delta im Osten der Bucht wäre selbst dann noch nicht gerettet. Es liegt teilweise sogar unterhalb des Meeresspiegels. Das Flussdelta gehört zu den fruchtbarsten Böden Amerikas. Nahrung ist ein echtes Problem. Man glaubt kaum, wie viele unserer Lebensmittel auf Meeresniveau angebaut werden. Die Felder liegen nicht unbedingt direkt an der Küste, werden durch den steigenden Wasserpegel aber dennoch beeinträchtigt. Selbst wenn sie nicht überschwemmt werden, macht das Salzwasser sie für die Landwirtschaft unbrauchbar. Wenn Kalifornien das Flussdelta mit seinem Ackerland verliert, werden die Nahrungsmittel knapp. Das Delta liefert außerdem einen Großteil des Trinkwassers für die amerikanische Westküste. Das Delta ist die Hauptquelle der Trinkwasserversorgung für 26 Millionen Menschen. Zwei Drittel der kalifornischen Bevölkerung trinkt dieses Wasser. Ein Anstieg des Meeresspiegels um 30 Zentimeter ist für uns Geologen im Grunde nicht viel. Aber das wäre verheerend. Unsere Arbeit hat gezeigt, dass das Delta versalzen würde, selbst wenn alle Dämme halten. Der prophezeite Anstieg um 2 Meter bedeutet, dass die kalifornischen Flüsse noch in diesem Jahrhundert versalzen und es dort kaum noch Trinkwasser gibt. Im nächsten Jahrhundert steigt das Wasser um weitere 5 Meter und das Flussdelta versinkt im Ozean. Möglicherweise kann man das Delta und die Bucht von San Francisco aber noch retten. San Francisco kann man recht leicht schützen, am besten mit einem Damm unter der Golden Gate Bridge. Sicherlich gäbe es Widerstand gegen einen Damm, der die Bucht völlig vom Meer abriegelt. Sein Bau würde sie auf lange Sicht in eine Süßwasserlagune verwandeln. In Anbetracht des steigenden Meeresspiegels vielleicht das geringere Übel.
Der Bau eines solchen Damms erfordert ein gewaltiges Aufgebot an Technik. Mit großen Schwimmbaggern ließe sich Sand vom Meeresboden als Fundament aufhäufen. Ein flacher Böschungswinkel sorgt für höchste Stabilität, auch bei Erdbeben, und bricht die anbrandenden Wellen mühelos. Rohre und Pumpen müssten installiert werden, um das Flusswasser aus der Bucht ins Meer zu leiten. Der Golden Gate Damm und seine Schleusen würden insgesamt 2,5 Milliarden Dollar kosten. Und der Damm ließe sich problemlos weiter erhöhen, um ihn dem steigenden Meeresniveau anzupassen. Für die Bucht von San Francisco wäre er die Rettung. Möglicherweise könnte eine solche Lösung auch dem Mittelmeerraum helfen. Das Mittelmeer ist von Ländern umgeben, deren Geschichte tausende Jahre zurückreicht. Darunter sind sowohl arme als auch reiche Nationen. Wie würde sich ein Anstieg des Mittelmeers um 5 Meter hier auswirken? Spanien ist beliebt wegen seiner tollen Sandstrände und bezieht rund 10% seiner Einkünfte aus dem Tourismus. Würden die Strände im Ozean versinken, ginge es auch mit der Wirtschaft bergab. Der Anstieg des Meeresspiegels wird verheerend sein für die Tourismusindustrie. Die meisten unserer Strände liegen direkt an Straßen und Infrastruktur wie dieser. Wir haben einfach keinen Platz, neue Strände zu schaffen. Die meisten würden einfach verschwinden. Barcelona, die zweitgrößte Stadt Spaniens, kann sich im Gegensatz zu Miami und New Orleans in bergiges Gebiet zurückziehen. Aber auch diese Stadt müsste sich massiv verändern, wenn der Meeresspiegel in den nächsten 200 Jahren um 5 Meter steigt. Es gäbe enorme Umwälzungen in der Gesellschaft und im Lebensstil der Menschen. Noch freuen wir uns an unserer Küste, aber im Extremfall wäre das anders. Wir müssen uns verändern und uns an die neue Situation anpassen. Selbst beim weniger gravierenden Anstieg des Meeresspiegels um 2 Meter ist Barcelonas Hafen verloren. Ein weiterer Anstieg um 5 Meter und die Innenstadt liegt unter Wasser. Auch andere Städte entlang der Mittelmeerküste werden massive Probleme bekommen. Es sei denn, man machte sich die Meerenge am westlichen Ende des Mittelmeers zunutze. Die Straße von Gibraltar. An ihrer schmalsten Stelle ist sie nur 14 Kilometer breit. Ein Damm zwischen Spanien und Afrika würde das Mittelmeer vom Atlantik abschotten. Ein solcher Plan existierte schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Ein großer Damm zwischen Gibraltar und Marokko würde das Mittelmeer vor dem steigenden Meeresspiegel schützen. Aber es gibt auch einen großen Nachteil. Ohne den Zustrom aus dem Atlantik würde der Wasserstand im Mittelmeer jedes Jahr um 60 Zentimeter absacken. Wenn man einen Damm in der Straße von Gibraltar baut, strömt kein Wasser mehr aus dem Atlantik nach. Die Verdunstung wird nicht mehr ausgeglichen und der Meeresspiegel im Mittelmeer sinkt immer weiter. Nach einigen Jahren würde sich das Mittelmeer in einen Salzsee verwandeln und schließlich ganz austrocknen. And if then the sea level would rise. Einer der führenden Küstenschutzingenieure in den Niederlanden ist Peter Janssen. Er fragt sich, ob man den Zustrom aus dem Atlantik aufrechterhalten könnte, wenn der Damm errichtet wird.
Ich habe mir die Umgebung angesehen und überlegt, welche Maßnahmen nötig wären. Ich glaube, es wäre machbar. Peter Janssens Entwurf ähnelt dem an der Golden Gate Bridge. Der Damm müsste etwa 30 Kilometer lang sein und vom Meeresboden aus 380 Meter hoch aufgeschichtet werden. So hoch wie das New Yorker Empire State Building. Zusätzlich soll die natürliche Strömung durch die Straße von Gibraltar erhalten werden. Große Mengen Oberflächenwasser aus dem Atlantik fließen ins Mittelmeer, während tief unten Mittelmeerwasser zurück in den Atlantik gepumpt wird. Niveau und Salzgehalt des Mittelmeers blieben so stabil. Der Bau des größten Megadamms der Welt würde mit Schleusen, Pumpen und Generatoren 275 Milliarden Dollar verschlingen. Die Gesamtkosten sind akzeptabel, wenn man bedenkt, was andernfalls die Folgen für alle Anrainerstaaten des Mittelmeeres wären. Es könnte die Lösung sein. Der Damm von Gibraltar wäre das größte vom Menschen je errichtete Bauwerk. Die darin verbauten Steine würden für 1000 Cheops-Pyramiden reichen. Meereslebewesen könnten jedoch nicht mehr zwischen Mittelmeer und Atlantik pendeln. Andererseits könnte der Damm die Mittelmeerküste vor dem Untergang bewahren. Es wäre auf jeden Fall technisch möglich. Die Wiege der Zivilisation wird zum Museum für Küstenstädte, die vom Meer verschont blieben. Am Ende des 22. Jahrhunderts wird der Meeresspiegel schon um knapp 7 Meter gestiegen sein. Einige Städte kann man mit Megadämmen retten. Andere, deren Lage hoffnungslos ist, werden versinken. Diejenigen Länder, die sich einen Küstenschutz nicht leisten können, werden überschwemmt. Auf der ganzen Welt werden hunderte Millionen Menschen heimatlos. Auch eine wohlhabende Nation müsste ums Überleben kämpfen, wenn sich der Meeresspiegel um 5 Meter hebt. Die Niederlande. Die Niederlande gehören zu den am meisten gefährdeten Ländern. Viele Städte liegen jetzt schon unterhalb des Meeresspiegels. Die Holländer sind sich dieses Problems bewusst und setzen sich aktiv damit auseinander. Juist op het ogenblik dat ons land zich zo goed mogelijk hersteld had van de grote schade die... Der Hollandsturmflut im Jahre 1953 konnten die niederländischen Deiche nicht standhalten. Weite Teile des Landes wurden überflutet und beinahe 2000 Menschen starben. Seitdem haben die Niederländer massiv gegen die Bedrohung durch das Meer aufgerüstet. Die Niederländer sind die besten und erfahrensten Ingenieure im Küstenschutz. Sie verlassen sich nicht mehr auf Deiche oder Flutwelle. Ihr Prinzip ist viel raffinierter. Gewaltige Sturmflutwehre werden im Falle schwerer Unwetter geschlossen und schotten das Land von der Nordsee ab. Zusätzlich gibt es neuartige Deiche, unter denen kein Wasser mehr hindurchsickert. Selbst wenn das Meer um 5 Meter in 100 Jahren ansteigt, könnte man sie jederzeit nachrüsten. Allerdings wird die Zeit vermutlich nicht mehr reichen, um überall so umfangreiche Küstenschutzanlagen zu errichten. Höchstwahrscheinlich werden die Eisschilde unseres Planeten im 23. Jahrhundert noch rascher schmelzen als bis dahin schon. Der Meeresspiegel wird immer schneller ansteigen. Und der Grund dafür ist die anhaltende Gier der wachsenden Weltbevölkerung nach billiger Energie. Unser Problem bleibt die wachsende Bevölkerungszahl. Jeder Mensch braucht Wohnraum, Essen und verlangt nach Mobilität. Angenommen, wir reduzieren unsere Abgasemissionen um ein Drittel, aber gleichzeitig wächst die Weltbevölkerung um ein Drittel, dann sind unsere Einsparungen gleich null.
Führende Wissenschaftler vermuten, dass sich unsere CO2-Emissionen in den nächsten Jahrhunderten vervierfachen werden. Damit würde unsere Atmosphäre eine CO2-Sättigung erreichen wie zuletzt vor 50 Millionen Jahren. Damals gab es auf unserem Planeten kein Eis und der Meeresspiegel lag gut 70 Meter höher als heute. Im schlimmsten Fall, wenn wir so dämlich sind, alle fossilen Brennstoffe aufzubrauchen, steigt die Kohlendioxidkonzentration auf mehr als 1000 Teilchen pro Million. Dann schmilzt alles Eis auf der Erde und erhöht den Meeresspiegel um 75 Meter. Das ist nicht mehr tausende Jahre weit weg. Der Einfluss des Menschen ist so groß, dass es schon in wenigen Jahrhunderten soweit sein wird. Es ist der schlimmste anzunehmende Fall. Die CO2-Werte verdreifachen sich, die Temperaturen schießen in die Höhe und die Antarktis schmilzt mit Höchstgeschwindigkeit. Weltweit werden die Küstengebiete abgetragen, wenn der Meeresspiegel im späten 23. Jahrhundert um weitere 15 Meter steigt. Eine weitere reiche Stadt kämpft nun ums Überleben. London, die bevölkerungsreichste Stadt in der EU. London liegt an der Themse, die wiederum in die Nordsee mündet. Ihr Wasserpegel schwankt mit den Gezeiten um bis zu 7 Meter. Londons Innenstadt ist durch die schwenkbaren Tore des Flutschutzwehrs Thames Barrier vor Sturmfluten geschützt. Bei einem Anstieg des Meeresspiegels um 2 Meter müsste das Wehr durch ein größeres, flussaufwärts, ersetzt werden. Sollten es 15 Meter im Jahrhundert sein, wäre die Zeit zu knapp, um die Stadt ausreichend zu schützen. Das wäre katastrophal. Wir könnten gar nicht mehr in Küstenregionen leben, weil der Meeresspiegel dauernd steigen würde. Niemand kann wollen, dass es so weit kommt. Wenn sich aber unser CO2-Ausstoß weiter erhöht, ist ein Anstieg um 15 Meter alle 100 Jahre nicht ausgeschlossen. Tatsächlich würde das Wasser schneller steigen, als wir Deiche bauen könnten. London und weite Teile Englands wären in wenigen Jahrhunderten überflutet. In einem absoluten Horrorszenario steigt das Wasser um gut 1,5 Meter alle 10 Jahre. Da verkauft man nicht mehr einfach sein Haus und sagt, alles wird gut. Man muss froh sein, wenn man sich vor dem Ertrinken retten kann. Unsere gesamte Zivilisation wird davon bedroht sein. Londons berühmte Tower Bridge könnte dann einsam aus den Fluten herausragen. Wir können uns gar nicht ausmalen, welche Zustände herrschen, wenn jedes Land panisch um sein Überleben kämpft. Die gewaltigen Fluten würden nutzlos gewordene Deiche unterhöhlen und Flutwälle durchbrechen, die aus Zeit- und Geldgründen nicht verstärkt werden konnten. Weite Teile Europas würden überschwemmt. Wenn die Antarktis erst einmal geschmolzen ist, werden Dänemark, die Niederlande, große Teile Norddeutschlands sowie Frankreich versinken. Wenn wir jetzt Städte bauen, bauen wir sie für die Ewigkeit. In Anbetracht des steigenden Meeresspiegels sollten wir sie zukünftig lieber als Langzeit-Campingplätze planen, denn früher oder später werden wir sie aufgeben müssen. In wenigen Jahrhunderten wäre Berlin eine Küstenstadt. Und weitere 100 Jahre später hätten wir die Hauptstadt an den Ozean verloren. Das Meerwasser würde sich seinen Weg die Seine hinaufbahnen. Paris liegt nur 35 Meter über Normalnull. Wenn alles Eis des Planeten geschmolzen ist, versinkt Paris in den Fluten. Die wohlhabenden Länder würden versuchen, ihre Grenzen vor den Millionen und Abermillionen Flüchtlingen aus den Überschwemmungsgebieten zu schließen. Die Folgen einer derartig schwerwiegenden Völkerwanderung sind unermesslich.
Wenn die Polkappen schmelzen, werden wir unsere Welt nicht wiedererkennen. Aber es würde auch einfallsreiche Menschen geben, die sich an den steigenden Meeresspiegel anpassen könnten. Schon heute gibt es Vorschläge, wie man New York retten könnte. Manhattan ist von zwei schnell strömenden Flüssen umschlossen, die den Gezeiten unterworfen sind. Die gesamte Stadt New York liegt am Nordatlantik und ist daher besonders gefährdet. Der Ozeanograf Malcolm Bowman hat die Folgen für New York erforscht. Im schlimmsten Fall schmelzen die Eisdecken auf Grönland und der Westantarktis extrem schnell. Dann ist New York in Gefahr und hat im Grunde nur noch zwei Möglichkeiten. Umfassende Küstenschutzmaßnahmen zu errichten oder die Bevölkerung in höher gelegene Gebiete zu evakuieren. Die Überschwemmung der unterirdischen Verkehrswege wäre nur die erste in einer ganzen Reihe von Katastrophen. Wenn das Meer nur um 2 Meter steigt, überschwemmt es schon Teile von Manhattan. Bei einem Anstieg von weiteren 15 Metern strömt es über den Times Square. Hinter mir liegt die Manhattan Bridge. Wenn das Wasser um 75 Meter steigt, überschwemmt es die Fahrbahn. New York, wie wir es kennen, wäre ausgelöscht. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, wie sich New York an das neue Meeresniveau anpassen könnte. Man müsste auf dem Wasser bauen. In den Niederlanden gibt es schon mehrere schwimmende Siedlungen. Koen Althuis ist Architekt und Visionär. Er ist überzeugt, dass die schwimmenden Häuser die Bauform der Zukunft sind. Immer häufiger entwerfen Architekten Schwimmkörper von etwa 200 mal 200 Metern. Mit Straßen und Häusern darauf. Solche schwimmenden Siedlungen könnten aus einem neuen, besonders leichten Beton gebaut werden. Das Schöne ist, dass man sie nicht vor der Natur schützen muss. Sie heben und senken sich einfach mit dem Wasser. Althuis Entwurf sieht nicht nur einen Flutwall für Manhattan vor, sondern auch schwimmende Stadtteile, die man daran befestigen kann. Um New York herum bauen wir eine neue Wall Street. Wir bauen die Stadt vor ihrer Küste neu auf, mit schwimmenden Freizeitparks und Gewächshäusern. Das schwimmende New York ist bislang nur eine Vision. Es könnte aber die letzte Rettung für unzählige Küstenstädte sein, die dem Untergang entgegensehen. Das Beste an dieser Katastrophe ist meines Erachtens, dass die ganze Welt vereint sein muss, um den Kampf gegen den steigenden Meeresspiegel zu gewinnen. All die zerstrittenen Regierungen werden gezwungen sein, zusammenzuarbeiten. Das Meer schert sich nicht um Landesgrenzen. Und wir werden das Problem als Gemeinschaft angehen müssen. Ob die Lösung nun in Flutschutzwehren, Dämmen oder schwimmenden Städten liegt, fest steht, der Meeresspiegel wird steigen. Fraglich ist nur noch, wie schnell und wie hoch. Vieles hängt davon ab, welche Mengen CO2 wir noch ausstoßen werden. Und wenn unsere Welt unter Wasser steht, werden wir Menschen all unseren Erfindungsgeist brauchen, um überleben zu können.